Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, liebe Patienten, die hier zugrunde liegende Frage lautet: Wird es in Zukunft noch ausreichend Hausärzte geben? Können Bernd und Bertha auch nach 25 Jahren, auch in 25 Jahren noch in Beelen oder Eberswinkel einen Hausarzt aufsuchen? Oder wird die hausärztliche Versorgung ausschließlich in Städten möglich sein? Auf diese Frage müssen wir Antworten finden und Lösungen. Dabei geht es um Gestaltung der Arbeitszeiten, Bürokratieabbau, sektorenübergreifende Zusammenarbeit, Weiterbildung, Studium, Verminderung des Regressrisikos. Wir werden die Herausforderungen der demografischen Entwicklung nur meistern, wenn wir an mehreren Schrauben gleichzeitig drehen. So viel ist klar. Neben der Ausbildung von mehr Allgemeinmedizinern müssen wir zum Beispiel auch die weichen Faktoren berücksichtigen. Ja, die Kommunen und Landkreise müssen ein Umfeld schaffen, das für Familien attraktiv ist, Familien von Ärzten, Wohnraum, Schulen, Kindergärten, Freizeitaktivitäten. Denn wieso soll ein junger Arzt sich irgendwo niederlassen in einer kleinen Gemeinde, wenn zum Beispiel das Kind noch nicht mehr weiter dort aufs Gymnasium gehen kann? Die 50.000 € Förderung für die Übernahme eines Arztsitzes sind keine Garantie dafür, dass in Zukunft Allgemeinmediziner zurück von der Stadt aufs Land ziehen. Ein praktizierender Hausarzt sagte in der Anhörung im Mai 2014, so lange ist das schon her, dazu, ich zitiere: Es wäre falsch, Ärzte aus irgendwelchen städtischen medizinischen Versorgungszentren mit finanziellen oder strukturellen Anreizen abwerben zu wollen. Man muss unten anfangen. Die Aus- und Weiterbildung ist der Schlüssel. Leute wie mich, sagt der Arzt, die 50 Jahre alt sind, eine Frau und Kinder haben, kann man auch mit 50.000 € nicht mehr zu einem Wohnortwechsel bewegen. Zitat Ende. Wir halten also fest, finanzielle Anreize sind nicht handlungsleitend für die Niederlassung eines Arztes. Ausschlaggebend für die Entscheidung einer Niederlassung sind vielmehr familiäres Umfeld, Lebensperspektive für den Lebenspartner und Kinderziehungsmöglichkeiten. Und sowohl für die Ärzte als auch natürlich für die Patienten ist es außerdem von hoher Bedeutung, wie die Mobilität in 25 Jahren im ländlichen Raum organisiert ist. Wenn Menschen, die in ihrer individuellen Mobilität eingeschränkt sind, nicht einmal einen Bus oder ein Taxi zum Arzt nutzen können, wird das Problem sogar noch potenziert. Uns liegen ja mittlerweile drei Anträge vor. In den ersten beiden Anträgen steht es unserer Meinung nach viel Wichtiges drin und Richtiges, wie man so schön sagt. Die CDU legt den Schwerpunkt eher auf die Ausbildung der Allgemeinmediziner mit verschiedenen Hilfsprogrammen, Anreizen und die Gründung einer medizinischen Fakultät in OWL. Zu der habe ich hier, glaube ich, 2012 schon mal geredet. Und im rot-grünen Entschließungsantrag werden zahlreiche Maßnahmen aufgelistet, die aber die Regierung irgendwie ja schon bereits umsetzt. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist, was da drin steht, aber die zentrale Aussage des Antrags ist: weiter so. Man kann auch einfach mal die Wörter weiter in dem Beschlussteil des Antrags zählen, da kommt man auf eine ganze Menge. Wir sind der Meinung, dass in ländlichen Regionen mit Unterversorgung auch das Modell mobiler Arztpraxen und die Anstellung von Ärzten durch die Kommunen eine sinnvolle Ergänzung sind. Und wir sehen die Trägervielfalt, öffentliche, freie, gemeinnützige und private Träger, als Anreiz für einen Wettbewerb um die Versorgungsqualität. Hier muss eine Konkretisierung des Bundesgesetzes erfolgen, sodass die Akteure stärker in die Pflicht genommen werden können. Denn in der Anhörung haben wir feststellen müssen, dass ein freiwilliges Engagement nicht automatisch erfolgen wird. Ich möchte mit einem Appell zum Ende kommen. Wir sprechen die ganze Zeit von Herausforderungen, die nur scheinbar weit in der Zukunft liegen. Wir reden über Strukturen, die wir jetzt schaffen müssen, von vor 12 wurde gesagt. Und diese Strukturen sind nicht nur für Opa Bernd oder Oma Bertha in 25 Jahren, sondern für alle Menschen, die in 25 Jahren einen Hausarzt im ländlichen Raum brauchen. Auch wir sind es, die in 50 Jahren davon profitieren werden oder eben nicht. Und da Sie wissen, wie es läuft, die beste Versorgung für unseren Körper ist eine gesunde Lebensweise, also sorgen Sie vor. Prävention wird Ihnen ein Vielfaches mehr an Vergnügen bereiten als der tägliche Hausarztbesuch. Für den FDP-Antrag empfehle ich vor allem aus hochschulpolitischer Sicht Punkt 1 die Ablehnung und für die anderen beiden Anträge die Enthaltung. Vielen Dank.